Guten Tag und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Wir vermissen Sie und Sie vermissen uns bestimmt ja auch. Es ist so, heute Abend wäre die Premiere Hochzeit des Figaro gewesen am Theater Erfurt in einer Bombenbesetzung mit den Solisten, die Sie lieben und die Sie kennen. Leider findet das nicht statt. Aber wenn Sie den ersten Akt von Figaro ganz genau untersuchen, was macht Susanna und was macht Figaro? Die vermessen ihren Schlafzimmer Millimeter pro Millimeter. Und das müssen wir jetzt auch machen. Wir müssen unser Zuhause mit neuen Augen messen und wir müssen drin bleiben, warten, bis diese Plage mit dem Coronavirus vorbei ist. Und deshalb wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine schöne Zeit und wir bleiben zu Hause und bald wieder in Ihrem Theater.